Folgende Situation. Deine Chefin ist krank und du musst die vertreten zum Networking. Und es ist ein Gala-Dinner. Weiße Tischdecken, Abendgarderobe, viel Silber, ganz viele Gläser, alles richtig, richtig schick. Was löst es bei dir aus? Appetit oder eher Stress? Ob ihr euch in so einer Situation wohlfühlt oder fehl am Platz, lässt sich ganz gut mit einem soziologischen Konzept erklären, nämlich dem Habitus. Das beschreibt erstmal, also ganz grob, das gesamte Auftreten einer Person, ihren Lebensstil, mit allen Verhaltensweisen, Vorlieben und so weiter. Also alles, was man halt macht, weil man es so macht, ohne da jetzt groß drüber nachzudenken, wenn man das irgendwie irgendwo aufgeschnappt hat. Also bist du jemand, der schon zigmal vor so einem ausufernden Gedeck gesessen hat, kannst du ohne Probleme einen Hummer knacken und Feuilleton-Smalltalk aus dem Ärmel schütteln? Oder geht's dir in eine Situation wie Julia Roberts in Pretty Woman? Am Habitus einer Person lässt sich also auch irgendwie ihr Platz in der Gesellschaft ablesen. Und das macht das Konzept zu so einer hilfreichen Linse, durch die man soziale Unterschiede und Ungleichheiten betrachten kann. Eben nicht nur in komplexen Statistiken, sondern in den kleinen Details des Alltags. Wir möchten uns heute mit zwei Fragen beschäftigen. Nämlich zum einen, was genau ist das, dieser Habitus? Und dann, warum macht der sozialen Aufstieg so schwierig? Hi, ich bin Sascha Friesecke, Berliner Professor und Institutsdirektor, und hier geht's um sozialwissenschaftliche Theorien. Wenn man die kennt, dann schaut man anders auf die Welt, erkennt im Alltag bestimmte Muster immer wieder, überall. Um zu verstehen, was der Habitus ist, müssen wir uns angucken, wo Habitus herkommt. Erdacht wurde das Konzept vom französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Und dieser Bourdieu, das war ein hochambitionierter Forscher, der wollte sich einen guten Namen im französischen Hochschulsystem machen. Der wollte seinen Platz finden unter den anderen Akademikern. Dabei hatte er allerdings immer wieder Schwierigkeiten mit so kleinen akademischen Geflogenheiten, so ungeschriebene Gesetze und sowas. Und darüber hat er nachgedacht. Und durch seine Forschung hat Bourdieu verstanden, wie sehr ihn seine einfache ländliche Herkunft geprägt hat. Bourdieus Vater war Landwirt und später hatte der mal einen Job bei der Post. Und das unterschied Bourdieu von den anderen Akademikern. Für das akademische Paris, da fehlte ihm sozusagen der Stallgeruch. Als Uniprofessor war der zwar sozial aufgestiegen, aber ganz bestimmte Verhaltensmuster hatte der eben trotzdem nicht abgelegt. Und deswegen fühlte der sich irgendwie immer wieder fehl am Platz. Es gibt so einen Sido-Song, der heißt Zu Straße, und darin gibt es eine Zeile: Ich bin so gerade für die Straße und zur Straße für die Nachbarschaft. Das ist im Grunde in anderen Worten, worüber Bourdieu nachgedacht hat. Und das Thema, das hat ihn so beschäftigt, dass der da Jahre dran gearbeitet hat und zu seinem Habitus ein ganzes Theoriegebäude entworfen hat. Bourdieu erklärt das so: Wir alle machen in unserem Leben Erfahrungen. Wir werden von Eltern, Großeltern oder Nannies erzogen. Wir gehen auf eine öffentliche Schule, auf eine Waldorfschule, auf eine Montessori-Schule. Wir wohnen in der Uckermark, in München-Schwabing oder Bochum. Und dazu haben wir einen Freundeskreis und Hobbys. Und durch all diese Einflüsse bilden sich im Laufe der Zeit kleine, aber feine Unterschiede. Der Habitus hilft Bourdieu zu erklären, wie was wir tun und unsere Herkunft ganz eng ineinander verwoben sind und sich nicht getrennt voneinander verstehen lassen. Bourdieus zentrales Buch dazu ist 1979 erschienen und heißt Die feinen Unterschiede. Also, durch unser Umfeld haben wir gelernt, bestimmte Dinge halt so zu machen, wie wir sie machen. Am Esstisch. Setz dich doch mal gerade hin, Junge. Bei uns wird beim Essen nicht mit dem Handy gespielt. Wieso hast du keine Fischmesser gedeckt? Oder was man in seiner Freizeit macht, also draußen rumhängen, Candy Crush spielen oder halt die Geigenstunde. Bourdieu nennt dieses halt so machen Dispositionen. Und an so einer Disposition, da kann auch eine Fähigkeit hängen. Also nicht nur, ich decke den Tisch mit Fischmessern, weil ich es halt so kenne, sondern eben auch, ich weiß, wie ein Fischmesser aussieht und wie und wann ich das benutze. Und von diesen Dispositionen, da gibt es ganz viele. Die tragen wir als Bündel mit uns rum. Und damit prägt unser Milieu, aus dem wir kommen, wer wir sind. Und für Bourdieu leben wir das durch unseren Geschmack unser Leben lang aus. Also, jemand, der schon als Kind regelmäßig Seeteufel genießt, wird wahrscheinlicher zu einem Foodie, als jemand, der nur Chicken Nuggets und Tütensuppen kennt. Oder Kinder von Performern, die dann später gerne ihren Urlaub dafür opfern, einen Ironman zu bestreiten oder
den Kilimandscharo zu besteigen. Bourdieu schreibt, dass die Dispositionen, die wir erlernt haben, über den Geschmack, den wir im Alltag ausleben, dafür sorgen, dass, Zitat, man hat, was man mag, weil man mag, was man hat. Und das ist dann der Habitus. Jetzt geht es Bourdieu aber nicht darum, wie wir Fisch essen oder im Urlaub auf Berge klettern, sondern darum, dass das alles etwas mit sozialer Ungleichheit zu tun hat. Für Bourdieu ist klar, wir tun typischerweise das, was wir in einer Situation eben gelernt haben, zu tun. Wir wiederholen also ständig unsere Herkunft im Kleinen. Unser Geschmack ist also weniger ein Ausdruck davon, wie individuell wir doch alle sind. Das kann man gut nachvollziehen, wenn man mal drüber nachdenkt, warum Wachsjacken bei Jurastudierenden so weit verbreitet sind, während man sie in der Berufsschule, bei sagen wir mal Kfz-Mechatronikern, eher nicht finden wird. Bootsschuhe auch nicht. Für Bourdieu ist eine Gesellschaft organisiert in ganz vielen Feldern. Da nennt er gern das Feld der Wissenschaft oder das Feld der Literatur. Und wer wichtig ist in so einem Feld, kann die Spielregeln von dem Feld verändern. Wie wichtig man ist, also in so einem Feld, das bestimmt für Bourdieu unser Kapital. Und mit Kapital meint er nicht nur Geld, er unterscheidet vier Arten von Kapital. Erstens das ökonomische Kapital, und das ist das, was wir auch landläufig unter Kapital verstehen, also Eigentum, Vermögen, Einkommen und so weiter. Zweitens gibt es für Bourdieu das soziale Kapital. Und das beschreibt, mit wem wir gut vernetzt sind. Vitamin B. Nummern, die wir im Telefonbuch haben und im Zweifel auch anrufen könnten. Oder auch einfach, mit wem wir so rumhängen. Und drittens gibt es bei Bourdieu das kulturelle Kapital. Das ist, wie gut ich ausgebildet bin, wie ich mich in Kunst, Kultur und Wissenschaft auskenne, aber auch welche Konzerte ich besuche, welche Serien ich gucke und wie ich mich ausdrücken kann. Und dann viertens das symbolische Kapital. Das ist, wie andere im Feld die anderen drei Kapitalformen an mir wahrnehmen. Also werden meine Statussymbole auch als Statussymbole wahrgenommen. Die Kapitalformen entscheiden gemeinsam darüber, an welcher Stelle ich in Bourdieus Feld stehe. Also nehmen wir mal zwei Studenten. Beide haben wenig ökonomisches Kapital, die sind beide ständig pleite. Aber einer von den beiden hat einflussreiche Eltern und die sind bestens vernetzt. Der bringt dann ein ganz anderes soziales Kapital mit als sein Kommilitone. Für den ist es einfacher, einen Praktikumsplatz zu finden. Und jetzt kommen wir wieder zum Habitus, der hat eben auch gelernt, wie man sich in diesen Kreisen bewegt. Er macht das ganz intuitiv, ohne darüber nachzudenken. Und dieses Intuitive, das ist für Bourdieu ganz wichtig, um zu verstehen, wie sich soziale Ungleichheit in unserem Alltag niederschlägt. Also eben nicht nur in irgendwelchen Statistiken bemerkbar macht, sondern auch auf dem Spielplatz, bei der Arbeit, überall. Und damit auch, wie sich das immer wieder reproduziert. Das steckt nicht nur in unterschiedlichen Ausbildungen, sondern macht sich gerade durch so feine Unterschiede wie selbst den Musikgeschmack bemerkbar. Früher wurde bei den Bildungsbürgern sogenannte E-Musik gehört. Das E steht für ernste Musik. Das war im Grunde, was man jetzt Klassik nennt. Der Rest der Gesellschaft, der hörte U-Musik. Das U steht für Unterhaltung. Und es sollte direkt ausdrücken, dass es hier am nötigen Ernst mangelt. Geschmack reproduziert also Grenzen. Aber Geschmack verändert sich natürlich auch. Heute hat Popkultur einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert und trotzdem gibt es nach wie vor feine Unterschiede. Obere gesellschaftliche Schichten zeichnen sich heute durch einen breiteren Musikgeschmack aus. Richard A. Patterson hat in den 90er Jahren dafür den Begriff der Omnivore, also Allesfresser, geprägt. Im Feuilleton wird das neue Haftbefehl-Album deswegen heute besprochen wie ein Klavierkonzert in der Elbphilharmonie. Untere Schichten, so Patterson, zeichnen sich dagegen durch einen viel fokussierteren Musikgeschmack aus. Der nennt sie Univore. Und die identifizieren sich darüber, was sie nicht hören. Ich höre nur Rock, ich höre nur Schlager, ich höre nur Deutschrap. Ein wenig so, wie man sich in gebildeten städtischen Milieus darüber abgrenzt, was man alles nicht
ist. Was wir über Musik wissen oder halt über vegane Rezepte, ist kulturelles Kapital, mit dem wir in bestimmten Situationen punkten können. Und damit kommen wir zur zweiten Frage für heute. Warum macht der Habitus sozialen Aufstieg so schwierig? Wir erinnern uns an unser großes Dispositionsbündel. Alles, was wir so machen, weil wir es so machen. Bourdieu sagt ja, dass dieses Dispositionsbündel dafür sorgt, dass wir mögen, was wir haben und haben, was wir mögen. Da könnte man jetzt ja sagen, das ist ja super, dass der Habitus sich darum kümmert, dass wir die Schuhe, die wir tragen, gut finden und die Musik, die wir hören und auch, was wir essen. Es ist bloß so, dass wir ja nicht in einem Vakuum leben, sondern wir sind ständig umgeben von Leuten, die all das anders machen. Indem wir mögen, was wir mögen, stellen wir auch fest, was wir nicht mögen und grenzen uns damit von anderen ab. Und das passiert ständig. Für Bourdieu geht es dabei immer um gesellschaftliche Schichten. Und die Oberschicht versucht bei ihm immer daran zu arbeiten, sich vom Rest der Gesellschaft abzugrenzen. Also indem man besondere Sachen hat oder besondere Sachen macht. Die sitzen dann zum Beispiel viele Stunden auf harten Stühlen in Bayreuth, um Wagner-Opern zu erleben. Und die Mittelschicht strebt für Bourdieu immer danach, das zu tun, was die Oberschicht ihnen vormacht. Die gehen dann zu Weihnachten auch mal in den Nussknacker und grenzen sich damit von denen ab, die nie in die Oper gehen. Bei Akademikerkindern, da ist dann ganz klar, dass die aufs Gymnasium müssen. Auch wenn die sich in der Schule schwer tun. Denn das haben die Eltern ja auch gemacht und die mögen ja, wegen dem Habitus, was sie machen. Diese Eltern sprechen außerdem die Sprache der Lehrerinnen und Lehrer und der kleine Tristan, der ist halt einfach noch nicht so weit. Aber das wird schon. Gerade wie schwer sozialer Aufstieg über Bildung ist, war für Bourdieu immer so ein richtiges Herzensthema, weil er das ja selbst erlebt hat, also wie schwer das ist. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand es schafft, durch Bildung einen sozialen Aufstieg hinzubekommen, bleibt der Habitus. Und dann sitzt man zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch und man ist eigentlich inhaltlich total qualifiziert. Aber da wird nicht nur die inhaltliche Qualifikation angeguckt. Es gab vor gut 10 Jahren mal einen Paper von Lauren Riviera, und das ist im American Sociological Review erschienen, ist das hier, Hiring as Cultural Matching. Und darin beschreibt sie, wie es in Einstellungsverfahren nicht nur darum geht, dass man qualifiziert ist, sondern dass da auch ein Cultural Matching stattfindet. Also, wie passt man zu den Leuten, mit denen man da arbeiten möchte? Und wenn man durch seinen Habitus nicht anders kann, als zu signalisieren, dass man anders ist, wird sich halt im Zweifel für wen anders entschieden. Und da sind sie dann wieder. Die feinen Unterschiede. Womit haben wir uns heute beschäftigt? Mit Bourdieus Habitus. Und er hilft uns zu verstehen, warum die feinen Unterschiede in dem, was wir machen und mögen, zu unterschiedlichen Lebensstilen führen. Konkret haben wir uns gefragt, was genau ist das? Dieser Habitus. Für Bourdieu ist das, was wir tun, ganz oft eine Reproduktion von dem, was wir durch unsere Herkunft aufgeschnappt haben. Bourdieu beschreibt, dass die Dispositionen, die wir erlernt haben, über den Geschmack, den wir im Alltag ausleben, dafür sorgen, Zitat, dass man hat, was man mag, weil man mag, was man hat. Und das ist dann der Habitus. Zweitens, wieso macht der Habitus sozialen Aufstieg so schwierig? Naja, weil bestimmte Grenzen in kleinen Verhaltensweisen angelegt sind, die uns bestimmte Möglichkeiten gar nicht erscheinen lassen oder es viel schwieriger machen, mit denen umzugehen. Und die Menschen, die darüber entscheiden, dass du einen Job, ein Praktikum, ein Stipendium bekommst, können vielleicht nichts mit deinem Habitus anfangen. Und dann gucken sie im Zweifel nach einem besseren Cultural Match. Und damit sind wir durch mit unserer kleinen Reise nach Bourdieu. Man könnte zudem eine eigene Serie machen, denn allein die feinen Unterschiede ist knapp 900 Seiten lang. Aber wenn ihr euch das nächste Mal in einer Situation fehl am Platz fühlt, dann denkt ihr hoffentlich an Bourdieu. Denn trotz sozialem Aufstieg hat der sich sein ganzes berufliches Leben immer mal wieder unwohl gefühlt in seiner Haut, und das, obwohl er einer der einflussreichsten Soziologen seiner Zeit war.